Uns erreichen gerade folgende Bilder. Hier in der Taunusstraße in Darmstadt fallen heute lebensgefährliche Schüsse. Kurz nach 15 Uhr zückt ein Mann eine Waffe und feuert mehrere Schüsse ab. Auf offener Straße treffen sie einen 50-jährigen Passanten, lebensgefährlich verletzt, bricht er zusammen. Zeugen beobachten die Tat und rufen sofort die Polizei. Ein Großaufgebot fahndet nach dem Schützen. Warum der Mann schoss, ist bislang völlig unklar. Vor Ort live meine Kollegin Janine Hildmann in Darmstadt. Wie ist der Stand der Dinge bei dir? Ja, es ist so, dass die Feuerwehr bis eben gerade hier vor Ort war und die Blutspuren verwischt hat. Den ganzen Nachmittag hat die Polizei hier nach Zeugen gesucht, die diese Tat mitbeobachtet haben, und sucht nach wie vor nach Zeugen auch. Warum der Täter hier heute Nachmittag auf den Mann geschossen hat, das ist nach wie vor zur Stunde völlig unklar. Fakt ist lediglich, dass der Mann den Fluchtweg über die Dieburger Straße genommen hat, und zwar zu Fuß. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann nach wie vor bewaffnet ist, und sie beschreibt ihn folgendermaßen. Er soll zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein. Er soll dunkle Haare tragen, auch ein Drei-Tage-Bart, und ist eventuell Südländer. Wenn Sie etwas von diesem Vorfall hier heute Nachmittag mitbekommen haben, dann melden Sie sich gerne bei der Polizei in Darmstadt. Das war live aus Darmstadt für MainTower, Janine Hildmann.